Guten Morgen, Sportsfreunde. Der Tetzel hier für die Halbgottschmiede und ihr seht mich bei meinem Techniktraining für das Kreuzheben. Ich habe mir gedacht, ich trainiere mal ordentlich Beine, habe 5x6 Wiederholungen mit 180 Kilo gemacht, das war ganz entspannt und hänge dann ein bisschen Kreuzhebetechniktraining hinten dran. Worum geht es? Ich habe nach meinem grandiosen, nicht besonders schönen Auftritt mit Bodybuilding Ref meine Kreuzhebetechnik ziemlich umgestellt und hier geht's los mit 60 Kilogramm. Worauf achte ich jetzt? Worauf könnt ihr hier achten? Ich stehe deutlich enger, das ist in dieser Position jetzt nicht ganz so gut zu sehen. Außerdem achte ich vermehrt darauf, den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule zu lassen. Ihr seht, dass ich hier beim Start von unten wirklich das Kinn wieder zur Brust nehme. Und das lief im ersten Aufwärmen ziemlich gut. Dementsprechend bin ich dann ein ganz klein bisschen hochgegangen mit dem Gewicht. Hier 100 Kilo, habe mir dann eine Scheibe aufgelegt pro Seite. Und da turnt mir jemand vor der Kamera rum. Gibt's ja wohl nicht. Vorbereitung nochmal, wirklich von oben runtergehen und ihr seht das schon hier unten. Ich baue wirklich richtig Spannung auf und versuche den Popo quasi nach hinten und dann die Hüfte entsprechend nach vorne zu bringen. So lässt es sich, glaube ich, am besten beschreiben und das Gewicht quasi in den Körper zu ziehen. Mir gelingt es leider noch nicht immer, wirklich aufrecht nach oben zu gehen. Hin und wieder beginne ich immer noch mit dem Hintern zuerst hochzugehen. Ja, ihr seht das wieder, Popo ging zuerst hoch. Die Rückenposition, damit bin ich, was das angeht, erstmal ziemlich zufrieden. Das klappte ziemlich gut. Ihr werdet es auch gleich noch sehen. Meine Kopfposition ist auch noch nicht so hundertprozentig zufriedenstellend. Allerdings klappt erstmal die Vorspannung im Rücken deutlich besser. Dadurch auch, dass ich quasi mich weiter nach hinten in das Gewicht reinlehne. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das der zweite Satz mit 100 Kilo ist oder ob ich hier schon zu 140 Kilo gegriffen habe. Werden wir gleich sehen, wie die Scheiben aussehen. Okay, jetzt starte ich nochmal deutlich tiefer mit dem Popo, um wirklich die Kraft aus den Beinen auch zu nutzen. Ja, das sind nochmal 100 Kilo, genau. Es ging mir wirklich nicht ums Gewicht, es ging mir wirklich darum, die Technik zu verinnerlichen. Es ist, wie Johannes Lukas zu mir sagte, quasi ein neuer Bewegungsablauf, auch wenn man das natürlich vom Gewicht ohne weiteres bewältigen kann. Und hier seht ihr, tendiere ich dazu, mich dann doch im Spiegel noch mal ein bisschen mehr zu betrachten und dadurch geht das Kinn relativ früh hoch. Wir werden gleich noch eine Aufnahme haben, wo man mich entsprechend etwas mehr von hinten sieht und dann ist auch deutlicher, dass meine Wirbelsäule prinzipiell ziemlich in einer Linie bleibt, aber mein Hinterkopf dann doch ein bisschen, beziehungsweise das Kinn von der Brust wegkommt. Okay, ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Und Popo nach hinten unten. Rücken ist in dem Moment erstmal sehr gerade, aber ihr habt es gesehen, der Popo ging einen Hauch zu früh hoch und dadurch kam dann auch das Kinn weg von der Brust. Spannung nochmal aufbauen und Zug. Und wieder das Kinn oben, Leute. Ihr seht das, also wir arbeiten auf jeden Fall dran. Die Technik ist noch nicht perfekt. Ich versuche wirklich, den Kopf zu fixieren, den Blick nach oben zu nehmen, ohne das Kinn anzuheben. Es ist aber noch sehr schwer. Ich habe sehr lange mit recht überstrecktem Kopf gezogen und dementsprechend fehlt es mir hier noch ein bisschen an Kontrolle darüber. Aber wir arbeiten dran, ist ja jetzt sozusagen ja mal wieder eine Technik-Session, nachdem ich im Berlin Strength trainiert habe. Wie gesagt, der Johannes Lukas mir noch ein paar Tipps und Hinweise gegeben hat zu meiner Technik, habe ich das Ganze, nachdem ich sowieso schon umgestellt hatte, auf diesen engeren Stand dann noch etwas mehr in Richtung geraden Rücken und Verlängerung der Wirbelsäule mit dem Kopf gebracht. Sehr schön zu sehen ist das Ganze auch im Video mit Robert Förstermann. Da hat der Johannes Lukas ein schönes Video drüber gemacht. Heben sie auch nicht besonders schwer. Das ist übrigens der Kurzhantelständer, darum hampeln da immer mal Leute rum. Da steht meine Kamera.
Ja, und jetzt geht's dann auch los mit dem letzten Satz hier. Wie gesagt, vom Gewicht alles überhaupt gar kein Problem. Es ging mir rein darum, meine eigene Technik zu analysieren und das mit euch mal anzuschauen. Aber ihr seht schon, ich versuche wirklich hier in einen relativ spitzen Winkel mit dem Oberkörper zu den Oberschenkeln zu gehen und dann die Hüfte nach vorne zu bringen. Ganz interessanter Ansatz war noch, dass der Johannes meinte, man kann nicht explosiv starten, man muss immer aus der Ruhe starten. Dementsprechend kann man nur beschleunigen beim Ziehen. Ja, wie gesagt, gewichtstechnisch kein Problem. Technik, naja, 85% hätte ich fast gesagt. Der Popo muss noch etwas mehr unten bleiben und das Kinn mehr auf die Brust. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Jetzt geht's weiter mit einer Übung, die ich mal noch hinten angehängt habe für euch. Und zwar habe ich die gesehen bei Craig Capusso, ein Physik-Pro. Das ist einarmiges, alternierendes Kreuzheben mit Kurzhantel im Halb-Sumo-Stand. Mensch, was für ein Übungsname. Also im Endeffekt nichts anderes als eine Mischung hier wirklich aus einer Rücken- und einer Beinübung. Man geht wirklich sehr schön in die Tiefhocke und hebt sehr tief auf. 35 Kilo, nicht allzu schwer, aber ihr werdet merken, wenn ihr 10 Wiederholungen pro Arm macht, also quasi 20 mehr oder weniger Kniebeugen vorgebeugt, Kniebeugen Good Morning Mischung kann man fast schon sagen, und dadurch, dass man diese leichte Rotation drin hat, ist es durchaus anspruchsvoll. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Sportsfreunde, probiert die Übung gerne mal aus und sagt mir, wie ihr sie findet. Ihr findet da auf dem Bildschirm gerade den Link zu meinen Shirts, wenn ihr Lust habt, die Halbgottschmiede zu unterstützen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Technikverbessern. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus diesem Video. Meine Haare helfen übrigens auch, die Wirbelsäule quasi zu erkennen. Also soll heißen, die Gradlinigkeit. Das war euer Tetzel, Dragon Slayer Mode. My Protein. Fuel your ambition.